Scott Pilgrim vs. The World – The Game – Complete Edition. Nach beinahe 11 Jahren bringt Ubisoft Scott Pilgrim wieder zurück auf die heimischen Dattelkisten. Die Complete Edition des 2D-Arcade-Kampfspiels, das natürlich auf der Comicbuchreihe und der dazugehörigen Verfilmung Scott Pilgrim vs. The World basiert, kommt mit dem originalen DLC Knives Chao und dem Wallace Wells Add-on daher. Schließt euch mit euren Freunden zusammen und prügelt euch durch die Horden der Ex-Freunde eurer Angebeteten. Hitman 3 Agent 47 ist zurück und treibt die Welt der Attentate-Trilogie zu einem spannenden Finale, in dem jeder Mord bis ins kleinste Detail geplant wird. Seine wichtigsten Aufträge liegen vor ihm. Zudem lassen sich Hitman 1 und 2 kostenlos importieren und wem das Meucheln mit Controller nicht reicht, kann sich die rote Krawatte auch in VR zurechtrücken. Stronghold Warlords. Nach mehreren Verschiebungen kommt nun mit Warlords der neueste Ableger der langjährigen Stronghold-Reihe raus. Neben dem neuen Setting in Asien können wir erstmals Koop-Lagerungen mit einem weiteren Spieler durchführen. Bleibt nur zu hoffen, dass Firefly Studios durch die Verschiebungen genügend Zeit zur Bugbeseitigung zur Verfügung hatte. The Medium. Nach Titeln wie Layers of Fear oder Observer bringt uns der polnische Entwickler Bloober Team nun neuen Psycho-Horror mit The Medium. Mit dem angekündigten Dual Reality Feature kann der Spieler in der Rolle des Mediums Mariana zwei unterschiedliche Welten gleichzeitig erkunden und so den Geheimnissen eines verlassenen Resorts auf den Grund gehen. Gods Will Fall. Diesen Januar bringt uns Deep Silver neue Fantasy-Action aus dem britischen Indie-Studio Clever Beans. In Gods Will Fall erzählt uns der Entwickler die Geschichte einer waghalsigen Gruppe von keltischen Kriegern, die sich gegen den Willen der Götter auflehnen. In klassischer Roguelike-Manier bestimmt hier jede Entscheidung über Sieg und Niederlage.